Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pflanzen gegen Zombies, heute mit der Nacht Level 7. Nehme natürlich die Pilze mit. Ja, was noch? Den Hypnopilz, okay. Nee. Nehmen wir mal wieder die Kirschbombe mit. Was? Und ich hoffe, dieses Mal ist es nicht so unnormal laut wie im letzten Part. Ich habe es jetzt auf die leiseste Stufe gemacht, die ging. Also sorry dafür. Für den letzten Part. Aber nicht meine Absicht. Ja, ist ja eh egal. Ich hasse diese Gräber. Die sind so nervig. Vor allem so viele auch noch gleich auf einmal. Wir bauen hier schon mal so einen neuen Pilz hin. Und das an die echt richtige Stelle. Ich glaube, da unten wäre es zwar besser, aber ich mache den hier oben weg, das Grab. Den Grab, wer kennt's? So, die Sonnenpilze sind alle gepflanzt. Das ist schon mal gut. Grabentfernung. So ein Sniperpilz. Und dann ist die Welt doch auch okay. Dann kann ich ja, hier vorne schon mal den ersten Stein hinsetzen. Am besten noch mal ein paar Gräber entfernen. So. Dann passt es auch. Was? Jetzt schon? Das mal weg. Kommen die jetzt schon aus den Gräbern? Nee, ne? Nee, okay. Dann ist ja noch alles okay. Hier machen wir da weg. Denn da oben ist ein bisschen wenig Verteidigung. Ich weiß gar nicht, worüber ich heute reden kann. Aber das weiß ich ja oft nicht. Gucken einfach, was das Spiel heute so hergibt. Ich würde den am liebsten da oben hin vielleicht machen. So. Ich fange jetzt wieder an. Ach. Ich fange, wie ihr seht, an, überall diese Stinkepilze zu pflanzen. Denn die sind ja relativ gut, finde ich. Pflanze ihn doch. Jetzt hätte ich fast den Stein falsch gesetzt. Junge, ich hätte geweint. Grab weg.
und das letzte Grab weg. Natürlich. Ja, das passt bisher. Also unsere Verteidigung ist echt gut. Man hätte echt noch mehr Platz lassen können, aber ist auch egal. Denn wir haben echt fast das ganze Feld bepflanzt. Komm, 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 komm. Perfekt. Den springe ich einfach weg. Ja, dann ist es ja auch schon so gut wie geschafft wieder. Ja. Echt eine solide kurze Runde, aber okay. Eispilz lässt vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm erstarren. Ja, bin ich jetzt zwar nicht so der Fan von dem, aber ist okay. Ich nehme ihn mal mit, um ihn zu zeigen, wenigstens. Ein Stein. Heute nicht so viele Gräber, ist aber auch besser so. Übrigens, das ist ja ein Daily LP. Zwar sehr, sehr weit vorproduziert, weil es mir einfach gerade Spaß macht. Ich nehme zu dem Zeitpunkt Donkey Kong Land auf. Ach komm. Hör doch auf. Hallo. Ich muss auf jeden Fall diesen neuen Pilz zeigen. Das dumme Grab da oben nervt mich voll. Komm, noch ein. Noch eine Sonne. Danke. Perfekt. Ich glaube, ich lasse jetzt auch nur eine Reihe Sonnenpilze, denn man braucht echt nicht mehr so viele. Da ich ja diese Angsthasenpilze bekommen habe, die sind ja richtig gut, das wisst ihr. Ja, muss ich einpflanzen, schade. Ich wollte eigentlich das Grab in der zweiten Reihe entfernen. Warum kommst du jetzt schon? Mache ich da einfach Verstärkungen? Ja. Ist ja auch tatsächlich relativ schnell gestorben. Das Grab kommt jetzt auch endlich weg. Ja, und jetzt ist unsere Verteidigung relativ solide. Also kann sich sehen lassen, finde ich. Wenn ich jetzt echt gerne noch mal ein bisschen mehr Geld in die Grabentfernung stecken würde. Und ich muss unbedingt gleich den Pilz zeigen. Deswegen möchte ich jetzt schon mal 75 sparen. Komm, komm, komm. Noch eine. Hallo, noch eine. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Doch jetzt.
Yep, ihr seht alle Gegner erstarren auf dem Bildschirm. Da oben ist nicht mal einer. Ja, relativ okay. Ging auch relativ schnell die Runde. Den hasse ich. Ich zeige ihn euch natürlich trotzdem. Kennt mich ja. Unheilspilz zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. Level 0. Nee, ich lasse ihn weg. Möchte unbedingt noch ein bisschen was hier schaffen in dem Part. Damit wir auch im nächsten Part schon mit der nächsten Welt beginnen können. Also, wir müssen dann schon trotzdem zwei Wellen. Ja, es wird schon noch passen. Ich spam hier eh alles wieder voll. Ich wollte euch auch noch was fragen. Wie gefällt euch eigentlich dieses Let's Play zu diesem Spiel? Also findet ihr, es hätte auch was anderes sein können? Als Daily LP müssen wir sagen. Nicht als Haupt, also nicht als gutes LP. Denn die guten LPs kommen ja immer dann alle ganz schnell hintereinander. Also die Parts. Diese ganzen Gräber gehen mir so auf die Nerven. Die müssen weg. Ach komm, als ob jetzt 1 fehlt. Also 5. Nicht 1. Kommt schon mal so ein guter hin. Ja, gut. Jetzt ist es schon relativ okay. Ach nee. Na egal, der hat eh keine Chance. Ach, die Pilze wachsen ja schon. Die Gräber entferne ich die ganze Zeit schon. Nehme jetzt auch mal und baue hier schon Steine hin. Komm, es fehlt wieder 5. Und die Zombies sind auch so, also der Türzombie ist auch so nett und geht natürlich dahin, wo ich den hingebaut habe. Gut, der Stein ist wieder ready. Und in der letzten Welle zeige ich euch auch den neuen Pilz. Diesen Unheilspilz oder wie der hieß. Die ganzen Gräber kommen endlich weg, das ist so schön. Ja.
Noch ein Grab. Das ist schön. Ja, ich weiß, ich hätte das Geld dafür gehabt, aber das habe ich ja auch jetzt wieder. Bitte geh einfach. Komm, wenn du das jetzt zerstörst, ne? Danke. Du hast es nicht zerstört. Ja, ich kann theoretisch noch eine Reihe Stinkepilze pflanzen. Mache ich auch. Wie ihr seht, echt schön. Letzter Stein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ich brauche jetzt den Unheilspilz. Pilz, ich möchte es euch zeigen. So, ich habe ihn gesetzt. Untergang. Alle sterben. In dem Bereich. Allerdings hinterlässt er einen Krater. Und wie ihr seht, Krater können nicht bepflanzt werden. Macht auch Sinn. So, damit noch alles schön aussieht. Hallo, wir kommen gleich auf ein Häppchen vorbei. Wären Eis und Gehörne okay? Herzlichst, die Zombies. Ja, das sehen wir dann auch noch jetzt. Ja, ach komm. Machen wir heute extra lang, damit die Welt auch in dem Part noch beendet wird. Wird zwar safe gesplittet, aber ist egal. Wie ihr seht, wieder sowas zum Abschluss der Welt. Das ist perfekt. Aber ich bräuchte Verteidigung. Schaffst du das? Bitte. Enttäusch mich nicht. Junge, wenn du es jetzt nicht schaffst, ne? Oh ne, ist jetzt nicht dein Ernst. Musste ich dafür schon einen Eispilz verschwenden? Hallo? Ja, egal, das schaffst du, das schaffst du, ich glaube an dich. Ach, warum setze ich den denn da hin? Ja, okay, hier ist noch einer. Komm. Die Verteidigung sieht doch jetzt schon nicht schlecht aus. Das wird schon. Gräber immer schön gleich entfernen. Ach, komm, ich zünd so einen Unheilspilz. Ich kriege nur Mist. Ach, komm, friere sie einfach einmal ein. Was soll ich denn sonst tun? Ich kriege keine Verteidigungswaffen. Ach, komm. Was willst du denn jetzt? Ach komm, du frisst sie jetzt nicht, oder? Wenn du das tust.
Übrigens, die Krater, die verschwinden auch nach einer Zeit. Es war sinnlos, ich weiß, aber was soll ich tun? Ja, hört doch auf. Den lasse ich einfach wieder umdrehen. Kommt noch so eine. Wie ihr seht, der Krater geht gerade weg. Und ich glaube, ich zünde einen Unheilspilz hier vorne. Und ich friere noch mal alles ein. Ja, das wird gerade. Warum? Nein, das tust du mir nicht an, oder? Nee, tut er nicht. Dreh den einfach um. Was? Ich hab mich verdrückt. Egal. Bringe einfach alle weg. Ich bin nicht dumm. Wie stark die Stinkpilze sind, wenn man die gut einsetzt. Nicht du. Der nervt mich da, okay. Komm, als ob ich mich schon wieder verdrückt habe. Hier den. Ach, scheiße. Den umzudrehen lassen ist. Also den Tänzer nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist eigentlich immer ganz gut. Gewonnen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen des wirklich längsten Parts bisher. 4 Level haben wir gemacht. Bis zum nächsten Mal im Pool. Tschüss, bis dann.